Jawoll! Noch ein Affiti, ein besonderes. Das ist ja auch Level 48. Warum sagt mir das denn keiner? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch spielt Pokémon Karmesin. Und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass ihr auch keine weitere Folge auf diesem Kanal mehr verpasst. Ich habe in der Zwischenzeit leider nicht Windwoge bekommen. Ich habe es noch versucht irgendwie. Ich habe ein paar Raids gemacht, Online-Raids, aber dann festgestellt, dank Internet, hey, die Zeit für Windwoge ist ja schon längst vorbei. Ich habe es also vollkommen verpennt. Etwas anderes, was ich tatsächlich noch... Oh. Oh, shit. Oh, shit. Ja, her damit. Alter, ein Wolverock. Und zwar die Tagform. Oh Gott, ich kann die mal nicht auseinanderhalten. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ist ein Stein-Pokémon. Ich sollte nicht ganz so dolle machen. Warte mal, ich muss mal... Welche ist meine schwächste Wasserattacke? Schon Aquawelle. Okay, probieren wir es mal. Ich hoffe, der ist jetzt noch nicht ganz kaputt. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nehmen wir doch gleich mit. Ich würde noch einen Luftschnitt machen. Einfach, damit es noch okay ist. Vielleicht sogar noch einen. Oh, den hole ich mir. Oh, Wolverock ist gut. Wolverock gefällt mir sehr. Hätten wir natürlich auch von Wuffels aus gleich machen können. Also erst einen Wuffels fangen. Ich sehe, da hinten ist auch noch ein besonderes Terrapokémon. Holen wir uns auch noch. Aber nee, warte. Ball. Brauchen wir da einen Hyperball? Ich würde es erstmal mit einem Superball probieren. Und noch eine andere Sache, die wir gleich ausprobieren müssen. Der gute Schmadin hat nämlich unter das letzte Video geschrieben, ob ich nicht schon mal probiert hätte, mit Koraidon zu schwimmen. Und ich muss wirklich sagen, ich dachte eigentlich, das lernt er erst noch. Wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass man schon die ganze Zeit mit Koraidon schwimmen kann, dann raste ich aber aus. Also wirklich, das, ich hoffe noch nicht. Hey, wir haben Wolverock gefangen. Wie gut. Nachtform ist das. Also doch richtig. Hätte ich eigentlich, also eigentlich? Ist doch voll gut. Initiative hoch, Spezialangriff runter. Impulsiv, was heißt denn das? Adlerauge. Nee, ich bin gerade noch zufrieden mit meinem Team. Ich würde das lieber gern noch ein bisschen weiterentwickeln. Siehst du, Wuffels haben wir noch gar nicht. Sonst Nibel, das haben wir auch noch nicht. Wir müssen sowieso unseren Pokédex noch ein bisschen mehr füllen. Was haben wir da hinten noch? Was ist das dann? Guck mal, Vogelstrauß. Das kenne ich ja auch noch gar nicht. Psyopatra. Also wird Psycho-Pokémon irgendwie sein. Ja, komm. Ja. Ach, weil ich hier... Ich bin ja auch teilweise Kampf, ne? Ich glaube, das wird das Problem sein. Komm, wir versuchen es mal schnell zu fangen. Einfach, damit es uns nicht noch kaputt macht, aus Versehen. Ah, sieht aber gut aus. Ja, haben wir gleich mitgenommen. Sehr schön. Hatte ich kurz ein bisschen Angst. So. Gucken wir uns auch mal an, weil kenne ich noch gar nicht. Kenne ich wirklich gar nicht. Spezialverteidigung hoch, Verteidigung runter. Das ist aber... Ah. Ah, Schnüffler. Das ist auch cool. Also an sich cool. Aber wir haben ja schon... Trassler-Dings, Kirilla, Kirilla. Oh, ich kann das mal nicht merken, wie das heißt. Haben wir schon im Team Kirlia. Will der hier noch kämpfen? Ja, das sieht gut aus. Nehmen wir auch gleich noch mit. Musikerin Tamara. Hallo Tamara. Riffex. Ah, ist ein Elektro-Pokémon. Das ist natürlich für uns erstmal jetzt ganz blöde. Aber wir könnten eigentlich einfach Waggon einsetzen. Das machen wir auch einfach. Es dauert einfach eine Minute, bis das Pokémon ausgewechselt wurde. So,
Ja, aber verwirrt jetzt, ne? Ja, war klar. Okay. Was nimmt man da? Komm, erstmal Antikraft. Oh, Toxin, wie mies. Gift Elektro, das habe ich auch noch. Gibt's das schon? Oder ist das das erste? Ich mag ja Gift-Pokémon nicht, ne? Ich finde Gift-Pokémon meistens extrem lame. So, ich mag auch diese lila Farbe nicht. Ich mag auch nicht, wie die dargestellt werden meistens. Ne, irgendwie, die haben immer irgendwas... irgendwas Widerliches. So. Jetzt treffen wir endlich auch mal. Was einfach nichts bringt. Wir sind auch zu vergiftet. Das ist eigentlich gar nicht so gut. Kurz gucken. 60, 50, 60. Wir müssen Waggon auswechseln. Das wird hier nicht besser gerade. Vor allem, wenn wir uns selber verletzen. Wie so zum Beispiel. Ach, du Schande. Okay, wir tauschen den mal aus. Mal ganz, ganz schnell. Wir könnten Fruyal... Ah, obwohl Fruyal ist eigentlich eine richtig doofe Idee gerade. Weil Gift gegenüber Pflanze total effektiv ist. Und wie es aussieht, wird er keine Elektroattacken einsetzen. Verhöhner, okay, damit kann ich leben. Probieren wir es erstmal. Und er setzt wirklich darauf, dass ich mir selber Schaden zufüge, ne? Das ist eine ganze Strategie. Komm schon, du schaffst das. Oh ja, komm schon. Jawohl. Angriff gesenkt, sehr gut. Und jetzt, ja komm, machen wir nochmal Open Kick. Okay, guck mal, der hat Verhöhner. Der hat ja wirklich so gut wie keine Attacken. Der hat Verhöhner, der hat Kreideschrei, der hat Angeberei und der hat Toxin. Das ist ja ein mieses Pokémon. Eine ganz miese Strategie, finde ich. Gar keine. Warum ist denn dem so kalt? Das kennen wir auch gar nicht von ihm. Wenn wir hier heilen. Wir brauchen mal kurz noch ein Gegengift. Hier, der will mich voll angreifen, der Vogel. Was ist das denn? Was gibt's denn hier für Pokémon? Die habe ich alle noch nie gesehen. Was soll das sein? Ein Flanival. Flanival? Ich weiß es nicht. Lawine, ist das ein Eis-Pokémon? Ja schon, ne? Komm, machen wir noch. Aquavelle ist nicht ganz so stark. Überlebt hoffentlich. Nein, ist tot. Aber ich will das haben. Also es sieht lustig aus. Und ich habe noch... weiß nicht, ob ich schon ein Eis-Pokémon habe oder nicht. So, jetzt aber. Aber wie sieht denn das aus? Was soll das denn darstellen? Das ist ja... Ich kann damit nichts anfangen. Nicht wirklich so. Was ist Luftschnitt? 75, der ist ja noch stärker. Nee, komm, wir versuchen gleich mal zu fangen. Vielleicht wird das ja was. Mit meiner super Meisterballtechnik. Habt ihr eine Meisterballtechnik? Schreibt das mal in die Kommentare. Was benutzt ihr, um sicher zu gehen, dass die Pokémon auch tatsächlich im Pokéball drin bleiben? Und es kann mir keiner erzählen, dass die Leute da nichts, dass ihr nichts drücken würdet. Ja, siehst du? Meine Technik klappt. Das ist der Beweis. Die verrate ich euch aber erst im nächsten Video. So. Landwal-Pokémon. Vor sehr langer Zeit verließ es das Meer, um an Land zu leben. Angeblich ist es eng mit Weilmer verwandt. You don't say. So, gucken wir uns auch mal ein bisschen genauer an.
Wir sammeln heute viele Pokémon, das finde ich gut. Bei Schnee steigt der Ausweichwert des Pokémons. Cool. Verteidigung hoch, Angriff rund, naja. So, das mit den ganzen Typen und so habe ich sowieso noch nicht verstanden. Ach, guck mal, das ist ja nur ein Raid. Anführungsstrichen nur. Was ist das? Ist das auch Pokémon? Was? Ein Somnom. Vielleicht wird das ja was. Nee. Wollte es mal probiert haben. Klar, Käfer-Pokémon. Ah, das heißt, ich kann Luftschnitt nicht einsetzen, aber Aquawelle müsste natürlich gehen. Das sieht gut aus. Nochmal Käfertrutz. Ja, mach. Was ist denn, was soll das eigentlich heißen, Käfertrutz? Das verstehe ich auch immer noch nicht. So, jetzt bleib hier drinnen. Jawohl. Geht doch. Ein Snomnom. Eiskäfer. Es ernährt sich von am Boden angesammeltem Schnee. Da es weichen Neuschnee bevorzugt, frisst es sich bergauf bis zum Gipfel vor. Ach, das ist aber lustig. Aber eben gerade war es ein bisschen blauer. Hatte ich das Gefühl. Kleiner runter, Angriff hoch. Puderabwehr. Sehr aufsässig, aha. Ach, guck mal hier. Die hole ich mir auch gleich noch. Oder haben wir das schon? Was war das? Was bist du denn? Was sind da das? Sind das denn für Pokémon? Das ist ein Hund mit einer Kerze auf dem Kopf. Das ist ein Gruff. Wegen Gruft und Wuff ist... Ich versuche ja, das cool zu finden. Ich versuche ja wirklich, das cool zu finden. Aber ein bisschen lässt es mich auch verzweifeln. Das müsst ihr mir nachsehen, ey. Das ist anstrengend. So, bleiben Sie drin, Herr Gruff. Naja, wir füllen auf jeden Fall den Pokédex. Da können wir gleich mal gucken, ob wir nicht vielleicht ein paar Belohnungen bekommen haben. Es soll die Wiedergeburt eines streunenden Hunde-Pokémon sein, das starb, ohne je in Berührung mit Menschen gekommen zu sein. Oh. Oh. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, wenn Tiere mal nicht mit Menschen in Berührung kommen. Ja, nix. Weder besonders stark noch besonders schwach in irgendetwas. Das Pokémon hebt gelegentlich von anderen Pokémon im Kampf benutzte Items auf. Auch unterwegs kann es Items aufheben. Das ist cool. Haben wir schon ein Geist-Pokémon dabei? Das kann auch Schaufler und so. Also wir haben nachher auf jeden Fall eine richtig gute Auswahl. Möchte ich mal meinen. So hier, Pompiu, Pompros. Hauen sogar ab. Sind wir zu stark? Komm, die hauen ab vor uns. Pampuli heißt das. Pampuli. Haben wir noch nicht. Haben wir tatsächlich noch nicht. Schauen wir mal. Ich hoffe, wir sind nicht allzu stark. Das war das. Versuchen wir gleich nochmal. Nehmen wir aber mal Proyal nach vorne. Hä? Ich finde ja Pampulis Frisur am besten. Hätte früher bei den Beatles mitmachen können. Erinnert mich auch ein bisschen immer an die Geier von Dschungelbuch. Fähigkeit hoch. Da könnten wir eigentlich noch versuchen... Nee, wir fangen es einfach. Bleibt's drinne? Klar, klar, ohne Probleme.
Der Schlamm, der es bedeckt, besteht aus wiedergekäuter dieser trocknet selbst dann nicht aus, wenn er lange der Sonne ausgesetzt ist. Das klingt ein bisschen eklig. Verzeihung, aber schon so. Ich bin einfach eine Initiative hoch. Aber mit Zähigkeit. Aber es ist ja nur die normale Verteidigung, die dann noch gesteigert wird. Mag es sich zu entspannen. Das ist wohl mein Spirit Animal hier. So, wir haben da unten Wasser. Das wollten wir uns ja mal angucken. Ob wir... Moment. Wenn hier schon L-Boss ist. Dann braucht man nämlich unser Dings nicht entwickeln, sondern unser Seso-Kit, sondern können gleich ein Kronjuwild fangen. Ist doch viel besser. Energieball ist halt auch auf Pflanze getrimmt. Klar. Ist ja, glaube ich, Pflanze normal, ne? Oh, das ist ja geil. Na, dann nehmen wir einfach mal Fiaro. Und sehen mal zu, wie das Ding jetzt verzweifelt. So. Bodycheck. Ja. Dumm, ne? Aber stark ist das, Alter. Also jetzt mal wirklich. Bodycheck einfach mega stark. Voll übertrieben. Wenn ich jetzt Akrobatik ansetze, ist der doch hinüber, oder? Für, obwohl, ist nur... Ah, komm, dann machen wir mal Glut. Ja. Warum hat er nicht nochmal Bodycheck eingesetzt? Ist schon zu weit unten, ne? Okay, wir probieren es mal zu fangen. Und freuen uns, dass es geklappt hat. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ein paar Level hoch. Megakick. So, schauen wir uns doch mal an, ob Megakick denn so eine gute Idee ist. Es ist eine Normalattacke, aber wahnsinnig stark. Wir könnten eigentlich eine... Ich überlege echt Aquawelle. Oh, wegzumachen. Ja, okay. Weil einfach eine Attacke dabei zu haben, die einen wirklich irgendwie aus der Patsche helfen kann, ich glaube, das ist eine gute Idee. So, Kronjuwild. Schauen wir uns doch mal deine Daten an. Verteidigung hoch, Angriff runter, schade. Aber Vegetarier ist halt echt gut. Hilft aber auch nur bei Pflanzen-Pokémon. So, jetzt gehen wir nochmal schnell heilen. Ich dachte, hier wäre Wasser. Hier ist ja gar kein Wasser. Das sah von weiter oben so aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, ehrlich gesagt. Wir müssen sowieso mal gucken, wo wir jetzt eigentlich hin wollen. Habe ich mir auch noch gar nicht überlegt, so... So, wir wollten mal Pokédex aufmachen. Belohnung abholen. Einen Wasserstein bekommen. Danach kriegen wir 10 Nestbälle. Okay. Okay. Kriegen wir hin. Mal die Map öffnen. Wollten wir eigentlich hier hin? Was gibt's denn hier? Gar nichts, weil wir hier schon waren. Wir könnten jetzt einen normalen Orden wieder machen. Ah, apropos normaler Orden. Hier ist doch ein normaler. Normal Arena. Guck mal, dann laufen wir einfach. Erstmal gucken, ob wir hier durchkommen. Siehst du, das weiß ich nämlich nicht, ob wir hier durchkommen. Wir sollten erstmal gucken, ob wir hier überhaupt hinkommen. So, okay. Lass mal ein bisschen rennen.
Schauen wir mal, ob wir da überhaupt hinkommen. Ein Raid würde ich an sich auch gerne... Ah, guck mal, hier ist auch schon Weiterentwicklung. Aber wir haben schon so viel gemacht heute. Wir haben heute schon so viel Pokémon gefangen. Und sonst haben wir nachher gar keinen Ansporn mehr, noch Pokémon zu entwickeln, wenn wir uns die ganzen Entwicklungen einfach vorher fangen. Die Items will ich auf jeden Fall mitnehmen. Oh, und Trainer, okay. Trainer muss natürlich sein. Trainerkämpfe, denen weiche ich ungern aus, weil das ist einfach zu viel Erfahrungspunkte und wir brauchen das Geld. Ja, machen wir uns nichts vor. Pelzebub. Ja, schauen wir mal. Gut. Gut, 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 gut. Fruyal macht wieder Fruyal-Sachen. Finde ich sehr gut. Komm, machen wir noch einen Turbodreher. Sollte reichen. Yes. Kaputt. Die sind viel zu weit auseinander gerade. Ich kann auch nicht rauszoomen. Das mag ich immer nicht. Es wäre richtig cool, wenn man hier noch ein bisschen... Guck mal. Ich krieg ja nicht beide drauf. Nee, weiterkämpfen hier. Aha, das... Okay, das ist schlecht für uns. Das ist eigentlich Quatsch. Luke. Okay. Hier, lass mal die Vögel gegeneinander antreten. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Let's see who is the toughest bird on this place. At this place? On this place? In this place? Hier. Ich würde gern beide sehen. Das ist voll unbefriedigend gerade hier. Was ist Aufruhr? Was soll das überhaupt sein? Ja, der macht mich voll platt. Okay. Nicht schlimm. Ach komm. Holen wir mal Kirlia. Die hat auch noch Janisch gemacht. Und Psychstrahl. Ah, deswegen Doppelflügel. Weil es zweimal zu langt. Ich habe schon zwei Pokémon von mir fertig gemacht. Was mache ich denn hier? Das Problem ist, Bylonda ist halt auch Typkampf. Ich hoffe jetzt einfach auf meine Schnelligkeit und auf Megakick. Aufruhr gefällt mir gar nicht, aber Megakick, komm. Yeah! Bam! Ins Gesicht. Oh, das ist ein Magneton. Oh, da hinten ist ein Magneton. Will ich das haben? Oh yeah! Oh yeah! Waggon entwickelt sich! Yeah! Oh, das ist cool! Monte Carlo! Klasse, ey. Es schüttelt seinen Körper kräftig und verstreut so ringsum die Steinkohle von seinem lodernden Rücken, um andere einzuschüchtern. Teerschuss. Schauen wir uns doch gleich mal an. Anwender übergießt das Ziel mit klebrigem Teer und senkt so dessen Initiative. Dadurch wird es schwach gegenüber Feuerattacken. Ja. Sehr gern. Ich meine, wir haben zwei Feuer-Pokémon im Team, das... Oh, was? Oh, wie klasse! Alter, Gardevoir. Oh, mega gut, ich freue mich. Ich freue mich. Wenn es seinen Trainer schützen will, nimmt es all seine Psychokräfte zusammen, um so ein kleines schwarzes Loch zu erzeugen. What the fuck? Ja, mach mal nicht. Also nett gemeint, aber lass mal nicht machen. Zauberschein erlernen, okay.
Zauberschein macht was? Anwender feuert einen mächtigen Lichtblitz ab, den der gegnerische Pokémon Schaden zufügt. Bin ich erstmal komplett dafür. Ja, jetzt schauen wir nur noch, was wir dafür wegmachen, weil... ich weiß nicht, ob ich Konfusion noch behalten möchte. Weil es ist eh nur, eventuell wird es verwirrt. Und wir haben Psychstrahl, das reicht eigentlich als Psychoattacke. Oh, das ist doch die Tagform. Warte. Warte mal, Gardevoir ist gerade digitiert, obwohl es besiegt war? Seit wann geht das? Sonst sind Pokémon, die besiegt wurden... sonst ging das nie. Aber warte, wir lassen mal Fruyal. Und holen uns noch die Tagform. Jetzt fehlt noch die Zwielichtform. Da müssen wir aber selber entwickeln. Und ich weiß gar nicht, inwieweit das überhaupt klappt. Schwierig. Aber egal. Darum kümmern wir uns. Keine Ahnung. Felsgrab. Initiative runter. Gut, greift der Ewe als erstes an. Von daher ist das jetzt relativ egal. Bleiben bei Zauberblatt, weil ich nämlich befürchte, dass Tropenkick zu stark wäre. Brüller, nein! Oh, sehr gut. Das hätte mir gerade gar nicht gefallen, weil ein Brüller funktioniert hätte. Ah, okay. Biss ist okay. Biss, damit kann ich leben. Ja, Glückswurf. Ein Glückswurf. Sehr schön. Fiaro auch noch ein Level hoch. Schauen wir uns natürlich auch noch den Bericht an. Spezialverteidigung hoch, Angriff runter. Naja. Naja. So. Oh, da lang wollten wir. Magneton hole ich mir jetzt nicht. So, irgendwie wollten wir hier hoch, aber... Na, würdest du bitte den Pokéball hier einsammeln? Ich weiß nicht, ob wir irgendwie hier hochkommen. Was ist das? Ach, nochmal. Kugelsaat ist okay. Heps. Würdest du bitte da vernünftig hoch springen? Ist ja unmöglich. Ah. Oh. Kann halt noch nicht hochkraxeln hier, was irgendwann ja noch kommen soll. Ah, wie machen wir das denn jetzt? Komme ich ja schon wieder nicht hoch. Ah, jetzt haben wir uns Nibel getroffen. Das war eigentlich nicht der Plan. Tropenkick. Oh, hier gleich die ganzen Sneebels um uns herumlaufen hier. Aber ich fange mir das hier. Oh! Übrigens ein weibliches Sneebel, was man daran erkennt, dass sie eine recht kurze Feder auf dem Kopf hat. Die männlichen haben eine längere Feder. So. Ja, dann müssen wir gleich mal gucken, was wir machen. Wie wir da am besten... Guck mal, da hinten geht's vielleicht lang? Dieses hinterlistige Pokémon nutzt den Schutz der Dunkelheit, um ahnungsloser Beute aufzulauern. Cool, 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 cool. Mach mal. Nein, och nö, och Sneebel.
Nee, da fragt man vorher. Finde ich gar nicht gut. Hier, mach mal Fiaro. Mach mal kurz ein bisschen heiß. Nitro-Ladung. Reicht noch nicht mal. Fiaro, wir sind nicht stark genug. Muss unbedingt stärker werden. Also eine stärkere Feuerattacke irgendwie bekommen. Da müssen wir mal... Müssen wir mal gucken, was wir da kriegen. So, ey, reicht doch jetzt mal. Ja. Fünfmal angreifen. Ich sehe nicht mal Fiaros Lebensanzeige hier. Ganz ehrlich, die Kameraführung finde ich teilweise echt nicht okay. Ich finde das echt schwierig. Okay, hier. Oh! Hier kommen wir lang, das ist gut. Ich werde schon gerne noch zu dem Pokémon Center kommen, bevor wir hier die Folge beenden. Ist die Weiterentwicklung von Grof? Oh, die möchte ich mir so aber noch nicht holen. Manche Pokémon würde ich auch gerne entwickeln. Leufeo und so. Die habe ich mir auch noch nicht gefangen hier. Oh, das ist ein Burg. Petsneef. Hyperball. Warte, wen haben wir gerade vorne? Ja, okay. Der wird ja wohl Kampf-Pokémon haben und dann machen wir das mit bei Londa ganz schnell. Sollte nicht allzu lange dauern. Ich finde die Schwanzfedern von Bailonda immer noch nicht so gut gelungen. Ui. So, okay. Das hat gereicht. Hat er noch eins? Nee, das war's schon. Na gut. Aber levelmäßig können wir gerade, halten wir gut Stand, ne? Was ist das denn? Oh, muss gleich. Oh. Es hängt gerade ein Nieser verquer. Ist jetzt hier unten? Da unten ist das Po. Ich kann schon fliegen! Wow. Okay. Das war cool. Oh, und da hinten, guck mal. Ein Lavitar. Sehr schön. Ich will nämlich unbedingt einen Despotar haben. Ich hatte noch nie einen Despotar in meinem Team. Bei Pokémon Go habe ich das die ganze Zeit. Da benutze ich das fast immer und überall. Aber hier in den Pokémon-Spielen, da habe ich noch nie einen Despotar dabei gehabt. Darum kümmern wir uns dann einfach beim nächsten Mal. Ich würde noch schnell gucken, ob hier irgendwo ein Gierspinst ist. Die hängen ja gerne hier an Pokémon-Centern rum. Ah, warte. Da hinten sehe ich es doch schon. Und hier liegt voll viel Zeug rum. Ich glaube, wir müssen auch sowieso hier irgendwie durch die Passagen durch, ne? Befürchte ich irgendwie. Na gut, kümmern wir uns das nächste Mal drum. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir sehr. Ja, das war eine sehr erfolgreiche Folge. Wir haben unglaublich viel Pokémon gefangen. Haben zwei Pokémon entwickelt. Ich glaube, genauso kann es auch weitergehen. Dann sind die nächsten Orden auch überhaupt kein Problem. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge mehr und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss!